Die Siegerehrung des dreitägigen Projekts Macht was hat am Freitagmittag im Gymnasium Gandakersee stattgefunden. Am Vormittag stellten die 5. und 8. Klassen noch die Ergebnisse ihrer kreativen Text- und Bild- und Bewegungsaufgabe vor. Schon am Mittwoch und Donnerstag hatten sie sich in sportlichen Wettbewerben gemessen. Die Klasse 8D erreichte knapp die meisten Punkte und gewann damit ein gemeinsames Pizzaessen und einen Wanderpokal. Schulleiterin Dr. Renate Richter aber hob hervor, dass alle Klassen tolle Ergebnisse präsentiert haben.